Moin Leute, es geht weiter mit Trine in Enchanted Edition. Wo keiner weiß, was es eigentlich heißt. Und dann ist natürlich der Neat Games wieder mit dabei. Hi! Hi! So, wir wollen jetzt hier durch. Wir haben es geschafft. Leute, wir schaffen es immer. Ob früher oder später. Wir schaffen es. Meistens halt eben später. Die Kiste gehört dir. Die Kiste gehört mir, aber ich kann es... Ja, aber ich komme da... Ah, jetzt aber. Öffnen. Was haben wir denn da Schönes drin? Fischhaut gefunden. Cool. Das ist ja mal ganz toll. Das kann man... Also... Na, wie geht's, alte Fischhaut? Es ist ja... Oh. Ja, die Kugel wäre nicht schlecht. Ja, fände ich jetzt auch ganz gut. Aber... Vielleicht müssen wir da wieder nach unten irgendwo hin. Das ist... Ist das eine Schwimmkiste? Ich hab ordentlich was gefunden. Das ist eine Schwimmkiste. Ah, ich habe eine Kiste gefunden. Okay. Ich hole sie dir hoch. Padaum. Hier sind sie. Aha. Ich bin drin und ich mache mal einen Levelaufstieg hier. Was haben wir denn hier? Ah, 3 Punkte für Pontius und die Sojamilch. Das ist ja schön. Dann machen wir jetzt mal den Schnellköcher Stufe 1 auf. Mit dem Schnellköcher kann die Diebe in ihren Bogen schneller nachladen. Dann kann ich nicht mehr lesen, weil mein Gesicht da drauf zu sehen ist. Upgrade kosten 2. Ich mache mal noch schneller laden. Ja, sehr schön. Und dann machen wir den Pontius auch nochmal auf Stärke der Titanen ausgeschaltet. Mit der Stärke der Titanen reichen die Fähigkeiten des Ritters noch weiter. Bla, kann nur große Objekte aufnehmen. Nur möglich, wenn der Ritter genug Mana... Ja, kriegt der... So, kriegen alle, was sie wollen. Und damit bin ich hier durch. Also ich bin bei der blauen... Du bist aber schon weiter, oder? Ja. Jetzt hab doch mal nicht so viel Angst. Das hättest du mal schnell geklärt alles. Diese blöden Skelette, die kennen wir ja wohl schon langsam. Ja. Was macht die Sojamilch so? Die versucht ganz, ganz oben hier an einen Balken... So, jetzt habe ich ihn, an die Erfahrung ranzukommen. Und dafür muss ich immer genau im richtigen Winkel schwingen. Mhm. Ja, was soll ich dazu sonst sagen? Also, Sie müssen schwingen. So. Kommst du da hin oder brauchst du Unterstützung oder willst du das alleine machen? Ich weiß noch nicht. Ich schaffe ich schon. Jawohl, sehr gut. Ich habe an dich geglaubt. Ja, mit der Kraft der Freundschaft. Ja, genau. Und da oben ist noch viel mehr. Ja, das ist aber jetzt dein Ding hier. Da habe ich überhaupt nichts mit am Hut. Na gut, dann, wenn das mein Ding ist. Ha, gleich 2-mal Erfahrung aufgenommen. Schön. Dass es nicht nur die Soja kann, sondern auch der Magier. Auch der Magier kann mal was. Ja, kommt ihr kleinen Mistkerle, ihr kleinen Kacker, ihr Skelettmonster. Ihr kleinen Mistkerle. Sehr nett. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, yo. So. So. Ja, da unten ist noch, ist noch eine Plattform. Da würde ich mich jetzt mal draufstellen. Ja, mach mal. Viel Spaß, ne? Ah, da gegen rechts jetzt ein Gatter hoch. Ich könnte sozusagen ein Gatter ergattern. Ja, ich würde zuerst da sein. Oh, hast du hier noch grüne Scheiße von dir? Grünes Nein, hast Zeug? Du? Nein, ich glaube, wir haben alles. Ja, drin. Ich glaube auch. Haha, du wolltest mich nur abhängen, weil du erst sein wolltest. Ist die fies, Leute, ist die fies. Und dann lacht sie auch so hämisch. Ah, no. Aus
Scheiße. Mir kann ja da gar nichts passieren im Augenblick. Ich bin die Königin der Baumstämme. Naja. Ich stehe hier oben und bin die coole Sojamin. Ah, ja, super. Ich schwimme mal eine Runde. Mach das. Und ich versuche mal nicht eine Runde zu sterben. So. Jetzt bin ich auch mal oben. Also du schwimmst eine Runde. Meinst du, es geht unten im Wasser weiter? Nee, aber ich habe hier ganz... Obwohl doch, ich hole meine Kiste hoch, die wir anscheinend brauchen. Ich habe ganz viel Erfahrung hier gefunden. Deswegen. Ich glaube, da schießt einer auf mich. Ach, ja. Das ist so ein... Vielleicht sollte ich auch mal rauskommen und nicht sterben. So ein Spinnenteil ist das, das auf mich schießt. Gesundheitstrank aufgenommen. Da rechts ist so ein Spinnenvieh. Boah, wie viele Tränke hier sind, Alter. Ja, da muss man doch durchkommen können. Ja. Eine Kiste! Halskette der Macht, damit ich wieder schöner bin. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr hierher gepaddelt kommen, wo ich alles eingesammelt habe. Ja, ich wollte dir helfen und sowieso und außerdem kam ich nicht weiter. Ja, hier sind doch Kisten. Hol dir doch deine Kiste da hoch. Ja, aber nicht im Wasser. Nerviger Magier, hol dir doch deine Kiste da hoch. Im Wasser hat der Pontius keine Macht. Der Pontius, sag ich, der Magier, keine Macht. So. Ich fülle jetzt einfach mit magischen Gegenständen das Wasser auf. Ach, Herrje. Lalala, der Enterhaken greift auf hölzernen Oberflächen. Oh, und ich werde teleportiert. Ja. Und wo bin ich jetzt hin teleportiert? Nee, ich bin tot. Oh. Warum auch immer? Weil da unten in der Tiefe kann man jetzt nicht mehr sein. Aha. Wir müssen, du bist dran, ne? Ja. Ja, hol dir doch dieses grüne Fläschchen. Als erstes mal zur Kugel. Okay, sorry. Frau. Ja, und dann kümmern wir uns um die Nebensächlichkeiten. So. Ich kümmere mich um die Skelette. Kümmer du dich um die Skelette. Ich versuche mal, dieses grüne Teil zu bekommen, ohne zu sterben. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Hey, was macht die da? Nimm ein Objekt auf. Was soll ich denn aufnehmen? So. Lalala, ach, das ist so schön und schnuckelig hier. Und hier bei dir läuft wieder ein Timer. Irgendwie kann man da unten aber hin, sonst würde das nicht rot leuchten. Ich glaube, es geht hier weiter. Und ich bin schon am Ende des Levels. Ich bin schon da. Guck mal, aber da unten, ist das der Schimmer nur von den Kerzen oder kann man da hin? Nee, ne? Das ist nur der Schimmer der Kerzen. Glaube ich nicht. Okay. Das war der Zauberwald von Galadriel. Die Nacht brach sehr schnell herein, eingeleitet durch die Macht des Bösen. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor das Unvermeidliche passieren würde. Aber bislang war der Wald stärker als seine Eindringlinge. Vielleicht... weil die Artefakte in der Nähe erschaffen wurden. Es gab noch Hoffnung. Okay, Schattendorn-Dickicht. Kommen wir hier eigentlich irgendwo hin? Nee. Die Dunkelheit ist nicht gut. Ach was. Echt, Pontius. Oha. Das ist sehr... Oh. Das ist sehr dunkel. Ich dachte, da sollte man schwimmen. Hm.
Aha, aber die Skelette können da auch nicht rein. Und gleich viermal Mana-Trank aufgenommen. Das ist ja mal cool. Du, ich hab andere Sorgen gerade. Oh, sorry. Tot. Aber naja, Hauptsache ich habe viermal Mana-Trank aufgenommen. Oha! Das hast du schön gemacht, Pontius. So, ein blödes Gesicht dabei. Bitte? Moment, ich helfe dir mal kurz. Ah, dachte ich mir. Moment. Ja, das ist toll. Ich mach hier mal das hat mir echt... Das ist ja auch nicht einfach hier. Oh. Ah, so geht's natürlich auch. Das so kann er auch einfach hier runterschmeißen. Kann der Controller mal aus dem Weg gehen? Das nervt. Ja. Öffne das Fähigkeitsmenü, weise deine Fähigkeitspunkte. Ist auch so. Schon wieder? Ja, aber was soll ich machen? Ich habe ja, brauchen nur immer 3 Punkte oder nicht? Kosten 3? Nee, ja. Ich habe hier sogar was mit 2 Kosten. Okay, dann machen wir mal hier. Für die Diebin habe ich jetzt Stufe 3 mit dem Schnellkrieger. Kann die Diebin ihren Bogen schneller nachladen. Lädt ihren Bogen nun fast sofort sozusagen. Kosten 3, da kann ich nichts mehr machen. Kann ich da noch was machen? Kosten 2, aber ich habe ja auch nur 1 Punkt. Nee, bin durch. Geht's hier weiter, oder? Ich denke mal, dass es da im Dunkeln... Man muss eher nach oben lang. Im Dunkeln hier weitergeht. Oh Mann, ich bin so fett. Also ich warte auf dich. Ich weiß nicht, wie ich hier... Ich habe ja Pontius, deswegen. Ja, ja, du könntest... ich habe so eine Brücke. Ah, cool. So ein Aufstieg quasi. Da oben geht's. Da bin ich ja sogar mit meinem Magier hochgekommen. Ich bin zu dick. Moment. Warte. Warte, nochmal. Jetzt da. Ha. Jetzt aber. Danke. Na. Da unten ist noch was Grünes. Warte mal. Ah, das sind 2. Auch nicht schlecht. Vorsicht. So. Aha. Da oben sind wieder so... Schwingteile. Ah. Ich will eine Kugel, damit ich wieder mit Soja spielen kann. Tja. Lass mich! Kugel! Yay! Sehr gut. Oh, jetzt stirbt sie mir gleich wieder. Einmal nach oben, bitte. So. Ja, das ist, glaube ich, was für Pontius. Ich nehme mal die Kiste. Sturmhammer für Ritter gefunden. Ja, kann man denn mal seine Waffe wechseln jetzt oder so? Oder hat er die automatisch? Kann ich da irgendwas zuordnen? Plumps. Nö. Sturmhammer. Für Pontius gefunden. Wo gehen denn all diese Accessoires hin, die wir finden? Keine Ahnung. Ja, da muss es doch irgendein Menü geben hier. Ist es das Inventar? Komme ich denn da unten? Die Frage ist nur, wie kommt man da durch? Inventar-Upgrade schließen. Kann ich da nicht mal irgendwie... Inventar-Upgrade schließen? Nö. Keine Ahnung. Kannst du mal schauen, ob du da mit Pontius da durchhauen kannst? Nee, hab ich schon. Aber er hat ja auch diesen Hammer jetzt bekommen, den ich gerade aus der Kiste gefischt habe. Das heißt, wir müssen irgendwie mal die Waffen wechseln können oder so. Weißt du, so irgendwie ist... Keine Ahnung. Ich hab bloß vorhin da irgendwie 2 so komische Steine gesehen. Vielleicht. Ach, guck mal, ich Dummerchen. Wenn du auf... also ich weiß nicht, was du für eine Controller-Steuerung hast, deswegen bringt es nichts. Du kannst, aber wenn du auf Select gehst, bist du doch in dem Menü für den Fähigkeitenverteilung. Ja. Und da habe ich jetzt, wenn du, da kannst du auch unten steht Fähigkeiten, Inventar, du musst ins Inventar gehen. Und dann hast du nämlich die ganzen Sachen.
Die wir alle einsammeln. Und wenn wir jetzt nämlich hier ihm was, diesen Sturmhammer geben, dann hat er eine andere Waffe wahrscheinlich. Und sie kann nämlich jetzt auch mal ihre ganzen Schmucksachen tragen und so. Und dem Magier kann ich die Fischhaut geben. Ermöglicht unbegrenzte Aufenthaltsdauer unter Wasser. Zauber der Gesundheitskristall Mana. Halskette des Lebens. Also jetzt müssen wir natürlich erstmal hier ordentlich zuordnen. Okay. Das haben wir die ganze Zeit vernachlässigt. Ja, wie gut, dass wir jetzt schon in dem Spiel auf die Feature kommen. Sinn, wenn, aber ich bin da echt gar nicht. Ich habe immer, man sammelt ja die ganze Zeit alles ein und man denkt dann halt, die haben das jetzt automatisch oder so, ne? So dachte ich. Ja, aber es ist eigentlich ganz gut, dass sie das alles hat. Also ich lasse auch, glaube ich, vieles so, wie es ist. Ich kann nicht alles direkt lesen hier, wegen meinem tollen Gesicht, was hier schön drüber geklatscht ist, aber... Aha, der kann unter Wasser. Das mache ich mal, gebe ich auch mal ihr. Macht Schaden durch Waffenmana verwenden. Das gebe ich mal ihm. Was ist das hier? Gesundheit gebe ich mal ihr. So. Was war das? Mal bei zum Objekt ein Zaubermeer. Und haben die denn jetzt hier auch automatisch ihre Waffen? Oder? Das sehe ich jetzt auch nicht wirklich. Ist hier jetzt irgendwas... Also ich habe ja diesen komischen... Nö, es ist alles, Objekt. Nur, ist alles nur so für Mana und Gesundheit, ne? Ja, genau. Ja. Aber vieles lasse ich jetzt auch bei der Diebin, ist schon okay so. Aber er hat irgendwie gar nichts bei mir. Muss ich ihm auch mal was geben hier. So. Gibt Macht. So. Schon wieder die Mana. So. Keine Ahnung. Ist mal so. Ja, gut. Und wie kriegt er jetzt mal hier seinen Hammer durchgehauen? Oder ist hier wieder so eine Faust, die man schwingt? Ja, genau, das dachte ich ihm. Vielleicht ist da ja so eine... Ah, da oben ist was. Nee, das ist bloß so ein Drehteil. Da habe ich eine Fiole runter. Was kann man denn hier runter? Kannst du mal... Entschuldigung, ja. Aber ich muss mal... Nee, ich wollte dahin, weil ich wissen wollte, ob man unten irgendwie noch lang kann. Moment. Schwert und Schild, das muss man doch ändern können. Schwert und Schild. Kann er nicht irgendwie seine Waffe ändern? Wow. Guck mal. Wow, was hast du denn jetzt gemacht? R1. R1? Achso, bitteschön. Okay. Ah! L2 meine ich, also. Sorry. Ja, ja, warte mal. Ach so, bei mir. Jetzt kann er. Aha! Wie hast du das gemacht? Ich habe hier, also ich weiß ja nicht, ich habe diese Xbox-Controller-Steuerung, da habe ich jetzt auf Y gedrückt, da wechselt er die Waffen durch. Ah! Ach ja, klar, okay. Ja, sehe ich jetzt auch Feuerbogen und normaler Bogen, okay. Genau. Dann haben wir es ja. So, hier ist was wieder, hier ist wieder so eine. Faust-Dings? Nee, genau. Oder ein Gewicht? Es ist irgendein Gewicht, aber wofür ist es? Weiß ich nicht, aber... Warte mal, da oben kann man es, glaube ich, drauf tun. Da kann man irgendwas machen. Ne? Da. Jawohl. Da kann man was lösen. Okay. Aha. Alles klar. Komm her, du Plattform. Aber auch immer die Duckel hier, ey. Ja, da unten ist sogar auch noch eine grüne Flasche. Richtig mies. Voll gemein. Unten hast du beim Runterfallen die grüne Flasche gesehen. Voll gemein. Ja, ich hab gemein, sie gesehen. Leute, gemein. Du bist Pontius, glaube ich. Ja, natürlich bin ich Pontius. Ich wollte nur den Moment der Frustration, dass ich an die... Zu gucken. Du bist unsere letzte Hoffnung. Mir war klar, dass du jetzt zurückrennst. Da ist ein Skelett. Dankeschön. Ich muss zurück, um da ranzukommen an das Ding hier. Ah. Ja. Na komm schon. Ja.
Upsi. So. So, Leute, das waren die Skelette mal wieder. Sehr gut gemacht. Und hier ist wieder der Hammer, der eine gebraucht Mauer. Wird. Voll der Hammer, aber da werden wir jetzt einfach mal eine Kiste unten hin machen, damit der Pontius besser zuhauen kann. Aber du bist auch einfach weitergegangen, oder? Ich bin oben lang, aber ich muss auch noch mal da oben hin. Bam! Bam! Jawohl. Oh, da oben ist auch noch was. Ja, das will ich ja gerade holen. Mhm. Schwierig. Oh, mach das du mal mit dem Magier, geht's glaube ich einfacher. Glaube ich auch. Ah. Geh schon mal weiter und besiege ein paar Skelette. Das ist eine gute Idee. Ah! Mit dem Hammer sind die Skelette alle gar keine Probleme. So, aber der Skelett hat natürlich jetzt hier alle meine schönen Kisten kaputt gehaut. Kaputt gehaut. Kaputt gehaut. Mhm. Kaputt gehaut tut. Ja, ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ich glaube, vielleicht musst du auch erstmal hierher kommen oder so. Ja, also ich habe jetzt mal das, die Erfahrung aufgesammelt. So, da bin ich. Ah, ja. Und jetzt geht es nämlich auch hoch. Ja, warte mal, das sind zwei Schalter am Boden gewesen. Aha. Sie hat man kaum gesehen. Ah, neue Kugel. Oh, 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 oh. Aufpassen. Oh, oh. Kommt her. Ihr feigen Ratten. Einen erwischt. Fast. Ich stehe mitten in der Kugel, da kann dir gar nichts. Mistvieh. Und wiederbelebt. Ey, ein Ding und man ist tot. Das Problem ist, wenn der Charakter stirbt, dann kommt er nicht mehr mit voller Energie zurück. Ey, das gibt's doch nicht. Aber das Spinnennetz da oben ist gruselig gemacht. Aber davon gab es vorhin schon ganz viele. Ja, aber die habe ich nicht so viel gesehen. Da hatte ich keine Zeit zum Warten. Erwischt und beide gestorben. Immerhin. Ah, okay. So, sehr schön. Puh. Oh, oh, da sind noch mehr, die auf uns zukommen. Na, super. Das ist doch mal ein angenehmer Ausblick. Sehr gut, Soja. Ja, das war geplant. Ja, klar. Aha. Was würden wir nur ohne deinen tollen Bogen machen? Na also. Ah, also. Jetzt ist hier auch Ruhe. Ruhe im Karton. Aber da oben musst du noch mal ein Ding machen. Oha. Nächste Zauberkugel. Nur mal so fürs Protokoll, Leute. Auf einmal ist der Magier gar nicht mehr so unpraktisch. Ja. Ja. Ein bisschen mehr. So, Erfahrung eingesammelt. Ah.
Gott, ich dreh durch hier. Alexis dreht durch, das ist kein gutes Zeichen. Eine Kiste. Gesundheitsfiole. Na, das hat doch gepasst. Ja, ja, ist klar, ist klar. Wow, 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 wow. Ist ja unglaublich, was die Dinger mittlerweile aushalten. Diese Skelette. Woo! Bam! Oh, tot. Selber in die Luft gesprengt, das kann schon mal passieren. Autsch. Bin da. Ich auch. Wer noch? So. Am Ende so. Ließ die Dunkelheit nach und unsere Helden waren erleichtert, wieder Licht zu erblicken. Leise musterte die Diebin die neue Umgebung. Sie war noch nie zuvor hier gewesen, aber aus unerklärlichen Gründen fühlte sie sich heimisch. Die Ruinen des Untergangs, wie der alte König sie nannte, sahen aus wie im Tagebuch beschrieben. Wunderschön und majestätisch, trotz der Jahrhunderte, die vergangen waren. Das dritte Artefakt könnte vielleicht am höchsten Ort der Ruinen gefunden werden. Ruinen der Verstorbenen. Dies sind antike Ruinen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in den letzten Jahren hier war. Abgesehen von diesen gemeinen Skeletten. Wer würde so etwas verlassen? Es ist wunderschön. Kommen die jetzt alle wieder so quasi nach Hause, unsere Leute? So, weißt du? Keine Ahnung, das sieht sehr Tomb Raider-Fallenmäßig aus. Musst du aufpassen. Das kann natürlich sein, dass das alles hier jetzt wieder... Autsch. Oh, sehr gut. Danke. Oh, ja, voll um. Yeah! Juhu! Kabam! Naja, Kabam war es jetzt nicht. Nein, nee, nicht wirklich. Ich hatte Kabam erwartet. Oh, versperr mir doch nicht meinen Weg. Ja, wenn du immer schon oben bist, wow! Und dann... Ja, Skelett. Genau, das Skelett springt in die Tiefe selber auf die Pfähle drauf. So, ich hoffe, du hast genug Skelett. So, was, du willst jetzt, dass ich da die Plattform wegmache, oder ja. Nicht? Ja. Mach ich doch. Für dich mache ich das doch. Mehr will ich gar nicht. Nein, nein. So, warte. Nein, nein. Was macht sie denn? Neue grüne Tränke holen, das war auch geplant. Ja, ja, klar. Oh. Dass man nicht alles findet durch Zufall. So, Skelett. Also ich kann das jetzt hier ewig machen. Nächste Zauberkugel. Sehr gut. Also unten geht's weiter, oder? Ja. Gut, dann komme ich runter. Ja, es sei denn, oben waren noch Tränke, ne? Nee, war nur noch ein Skelett, das mich geärgert hat. Da habe ich mir gedacht, den brauche ich mir jetzt nicht mehr geben. So. Aha. Voll die fiesen Fallen. Genau. Oh, und wie kommt man jetzt hier durch?
Weg mit dir. Ha, den habe ich weggeschoben. So. Ah, okay. Hab eine Kiste gefunden. Sehr schön. Amulett der Stärke. Amulett der Stärke. Okay. So. Und hier muss ich jetzt... Ah. Ja. Genau. Mit der Kiste... Meine auf die Glocke. Mit der Kiste der Stärke den Weg frei machen. Oh, und den Magier töten. Ganz viel Mana. So, du musst auf die andere Plattform. Ich bin auf der anderen Plattform. Achso. Ich bin auf Wellenwerk. So. Ja. Nee. Die gehen, glaube ich, von alleine. So. Das war eine Rätsel. Irgendwie. Warum kann ich da denn... Sind das Metallplattformen oder warum kann meine Diebin sich da nicht ranhängen? Keine Ahnung. Ja, das sind anscheinend keine Holzoberflächen. Und scheint so. Kann keinen Enterhaken benutzen, was ziemlich blöd ist. Aha, jetzt habe ich es mal geschafft. Ich glaube, wenn du da unten auf dem Schalter... Ja, ich kann dir helfen. Also dann, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, kannst du zum Beispiel oben erstmal auf die eine Plattform. Ich glaube, das geht auch, wenn du nicht stehen bleibst. Also ich glaube, du darfst da bloß nicht einfach wieder drauflaufen. So, weil wenn jetzt sind sie nämlich alle und jetzt müssen wir uns unsere Füße weghalten von diesen Plattformen. Dann bleiben sie nämlich, glaube ich, auch eine Zeit lang. Jawohl. Ja, aber ich muss trotzdem die ganzen grünen Flaschen jetzt noch holen. Ja. Und tot. Ja, aber so nicht. Jetzt kannst du alleine sagen, klarkommen. Ja, da. Nee, erstmal blöd gemeint, weil ich bin tot. Ja, erstmal alle töten und dann muss ich mich wieder blamieren. Dass er immer denkt, dass ich das so böse mache. Nein. Na, Leute. Das würde ich doch nie tun. Nie. Ja. Ohne meinen Magier bin ich aufgeschmissen. Bleib. Ja. Ach ja. Leute, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Trine. Schaltet doch gerne wieder ein. Wir freuen uns über einen Daumen hoch oder einen Kommentar, Leute. Wir sehen uns. Bis dann. Juhu.